uns hier anschauen, aus dem Spiel raus, ein Check von Jérémy Camersin. Nach gut 10 Minuten in dieser Partie drin, das Spiel läuft weiter, eine Strafe gibt es nicht. Was es jetzt aber gibt, ist eine Einschätzung von Tobi Werli. Ja, in dieser Situation hat es eine Strafe gebraucht. Der Camersin geht Richtung Spieler und springt auf. Jetzt sieht man, dann, wie er Anlauf holt. Und die Füße sind nicht mehr am Boden. Also das ist, im Minimum ist es ein unerlaubter Körpergriff, weil er keine Füße mehr vom Boden hat. Ich tendiere sogar dazu, dass er am Kopf noch breicht. Und dann könnte es auch ein Check gegen den Kopf sein. Das Risiko nimmt er, sobald er so in den Spieler reinspringt. Tobi, du hast es vorher schon gesagt, es fällt dir auf, dass es jetzt immer mehr so Checks gegen den Kopf gibt. Es ist besorgniserregend. Einerseits, kannst du erklären, warum das jetzt kommt? Ja, ich glaube, es geht um viel, es geht um wichtige Punkte. Und dann sind die Emotionen hoch und dann machen wir wahrscheinlich manchmal Aktionen, die man dann nicht machen sollte. Da haben ein paar Ex-Spieler bei euch, die könnten sicher besser beantworten, dass wirklich die Emotionen halt manchmal die zu Sachen verleiten, wo dann bestraft werden. Und manchmal werden, oder meistens werden es, und es gibt Situationen, wo es dann nicht werden. Danke vielmals an Tobi Werli. Und wenn er schon sagt, Ex-Spieler bei uns, oder? Könnt ihr das nachvollziehen, dass jetzt, wo es halt einfach heißer wird in, dem ganzen, in der ganzen Liga, in den Tabellen, dass das der Erfolg davon ist? Also ich habe das Gefühl, das ist sicher ein Grund dafür, oder? Aber ich habe das Gefühl, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich habe wirklich das Gefühl, die Strafen sind immer noch zu tief. Also ich habe das Gefühl, es kommt mir zum Teil vor, wenn das Bändchen unten beim Helm offen ist, dann kommst du den gleichen Buss über, wie wenn du in den Kopf hineingumpst, oder? Und ich finde, den muss man einfach rigoros durchgumpen. Wie wenn du weißt, du musst 2000 Franken Buss zahlen. Ja gut, dann gumpst du vielleicht mal noch einmal ins Gesicht hinein. Aber wenn es dann mal einen 20er reinschneidet, und das Geld auch noch clever einsetzen, oder? Jetzt für die Förderung von jungen Spielern, dann bin ich der Meinung, dann ist das absolut korrekt, oder? Weil das ist zum Teil einfach Sachen, das ist glasklar gegen den Kopf. Da muss jetzt die Meinung vom Nationaltrainer dazu haben, wenn wir schon die Möglichkeit haben. Ja, nein, ich glaube, es ist im heutigen Sport, ich meine, es ist gefährlich, wenn man mit hohem Tempo kommt und man geht in den Check rein. Jetzt zwei, drei Situationen haben wir gesehen. Einen Check hätte man eigentlich können machen, um die Scheibe rüberzukommen. Die Scheibe führen vom Böck zu rennen. Und das ist dort nicht der Fall gewesen. Und dort fehlt mir einfach der Respekt, und wo man sich eben bewusst muss sein. Willst du, dass das dir passiert? Weil leider schon zu viele Spieler verloren durch Hirnerschütterungen, die Karriereende machen und nachher vielleicht aufs Leben los ein Problem haben. Und das fördert unseren Sport nicht. Und darum, ich bin in der gleichen Richtung wie das Sven. Wir sollten es vielleicht, wenn sie es nicht lernen, muss man noch höhere Strafen, finanzielle Bussen reinbringen. Wie der NHL sind sie natürlich knallhart. Mhm. Und, weil unser Sport wird immer schneller und schneller. Und die Spieler werden athletischer und durch das wuchtiger. Und darum muss man das, ich hoffe, die Spieler untereinander, dass man das müsste einfach wegkommen. Dann abschließend. Ich bin absolut bei euch mit dem. Höhere Strafen und rigorosere, höhere Bussen würden da sicher helfen. Es gibt auch zu sagen, die Szenen, die wir jetzt alle haben gesehen, dass sie alle würdig für einen Check zu machen. Nicht, dass man dort nicht hätte sollen checken. Aber einfach wie der Check ist ausgeführt worden, dort kann man also das wirklich besser machen in dieser Situation.